Wie die gewaltigen Bauten von Angkor, die allmorgendlich nach dem Dunkel der Nacht in voller Pracht erstrahlen, so haben auch Kambodscha und Laos die finsteren Zeiten hinter sich gelassen. Gesichter, die vieles gesehen haben, blicken in die Zukunft. Zurück liegt die blühende Hochkultur in den Zeiten, als Europa im düsteren Mittelalter dämmerte. Immer wieder Kriege und Konflikte mit den mächtigen Nachbarstaaten. Dann die französische Kolonialherrschaft. Der Vietnamkrieg, der die ganze Region ins Chaos stürzte. Der Völkermord der Steinzeitkommunisten unter Pol Pot. Nun endlich die politische Öffnung und erste Anzeichen eines langsamen wirtschaftlichen Aufschwungs. Me Nam Kong, Mutter aller Wasser. So nennen die Laoten den Mekong. Die Lebensader Südostasiens. Auf seinem Rücken kamen vor Jahrtausenden die ersten Bewohner in dieses Gebiet. Zuerst die Mon Khmer, die sich in den Flusstälern und an der Küste des heutigen Kambodscha niederließen. Später die Thai, aus denen weiter flussaufwärts die Lao hervorgingen. Der mächtige Strom bildet mit seinen Seitenarmen und Nebenflüssen nach wie vor das Rückgrat der beiden Staaten. Ohne ihn keine Landwirtschaft und somit keine Überlebensgrundlage für den Großteil der Bevölkerung. Mit ihm müsste, aller Armut und Unterentwicklung zum Trotz, eigentlich niemand hungern. Stabile politische Verhältnisse vorausgesetzt. Auftakt zu einer Entdeckungsreise in zwei faszinierende Länder an der Schwelle zwischen Tradition und Moderne. Geprägt von Offenheit und dem Lächeln des Buddhismus. Die mühsame Aufholjagd hat begonnen. Über 20 Jahre haben die Bewohner Kambodschas durch den Bürgerkrieg verloren. Keine Familie, die nicht Todesopfer zu beklagen hat. Umso unbändiger sind die Kraft und der Optimismus, mit der die Khmer versuchen, den Anschluss an das moderne Asien zu schaffen. Am deutlichsten wird die Dynamik, die das Land erfasst hat, in der Hauptstadt Phnom Penh. Hier lebt bereits jeder Zehnte der ungefähr 12 Millionen Kambodschaner. Und immer mehr zieht es in die Metropole, wo der Aufstieg vom Fahrrad zum Moped, von bitterer Armut zu bescheidenem Wohlstand so einfach scheint. Eine oft trügerische Hoffnung. Wie das tägliche Verkehrschaos wächst auch die Zahl der Banken und Versicherungen, der internationalen Hotels und Konzerne. Private Sprachschulen platzen aus allen Nähten. Die Khmer pauken Englisch, aber auch Französisch und Thai, für den Traumjob im Tourismus oder bei einer ausländischen Firma. Wer irgendwie kann, eröffnet sein eigenes Geschäft. Möglichst im feinen Salon, wo mit internationalem Schick gelockt wird. Aber auch die Tradition hat Hochkonjunktur. Ein korrektes Erscheinungsbild ist schließlich Pflicht in Asien und muss für jeden noch so kleinen Geldbeutel erschwinglich sein.
Wie die Friseure agieren die Handwerker kundenfreundlich, in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander. Ganze Straßenzüge kümmern sich mittlerweile um die mechanischen Nöte der mopedfahrenden Bevölkerung. Gute Umsätze versprechen auch die zahllosen Lotteriebuden, wo die wettbegeisterten Khmer vom Jackpot träumen. Ebenfalls ein vertrautes Bild inmitten des Trubels. Mönche auf Nahrungssammlung für ihr Kloster. Den Spendern winkt die im Buddhismus wichtige Gewissheit, eine gute Tat vollbracht zu haben. Besonders Großzügige bekommen die feierliche Segnung für Familie und Geschäft. Der namensgebende Phnom Penh samt Kloster. Der Hügel der Penh wurde der Legende zufolge im 14. Jahrhundert von Menschenhand aufgeschüttet. Und zwar auf Veranlassung von Frau Penh. Die hatte am Fluss 4 Buddha-Statuen gefunden und wollte sie an exponierter Stelle platzieren. Folglich wurde ein Hügel samt Pagode an der Spitze errichtet. Für die Hauptstädter ist das mittlerweile erweiterte Heiligtum der Penh der beliebteste Ort, um Kontakt zu den Ahnen herzustellen und um eine glückliche und friedliche Zukunft zu bitten. Am Ufer des Tonle Sap, des zweiten großen Flusses Kambodschas, liegt der Königspalast. Der weitläufige Komplex wurde Ende des 19. Jahrhunderts von den französischen Kolonialherren errichtet. Vor allem aus taktischen Gründen. Nur so konnte König Norodom dazu bewegt werden, seinen Hof aus der damaligen Hauptstadt Udon nach Phnom Penh zu verlegen. Jetzt hatte Norodom seine Wunschresidenz und die Franzosen ihre besser zu kontrollierende Wunschkapitale. 1993 wurde hier Sihanouk erneut zum König gekrönt und damit das dunkelste Kapitel der Landesgeschichte endgültig beendet. Seitdem symbolisiert die Anlage weit über die nationalen Grenzen hinaus die wiederauferstandene Monarchie, die das geschundene und zerstörte Land in eine bessere und vor allen Dingen friedlichere Zukunft führen soll. Fakten und Mythen aus der wechselvollen Geschichte Kambodschas auf 500 Meter Palastmauer. Das monumentale Gemälde wurde um 1900 geschaffen. In der Nähe des Königspalastes erinnert ein Denkmal an das Ende der französischen Kolonialherrschaft am 9. November 1953. Der Unabhängigkeit folgte zunächst ein Jahrzehnt des Friedens und des wirtschaftlichen Erfolges. Dann kam der amerikanische Vietnamkrieg, in den Kambodscha immer tiefer verstrickt wurde. 1970 schließlich der Putsch gegen König Sihanouk, der Anfang des Untergangs. Im Tuol Sleng Museum können Besucher ansatzweise erahnen, welche Grauen sich in Kambodscha zwischen 1975 und 1979 abspielten. Pol Pot und seine Roten Khmer machten aus der ehemaligen Schule in einem Wohnbezirk von Phnom Penh eine riesige Folterkammer. Zehntausende Männer, Frauen und auch Kinder wurden hier inhaftiert, gefoltert und später ermordet. In Pol Pots demokratischem Kambodscha, so die zynische offizielle Bezeichnung, bedeutete bereits das Beherrschen einer Fremdsprache oder das Tragen einer Brille, die den Intellektuellen verriet, das Todesurteil. Das erklärte Ziel der Steinzeitkommunisten war die bedürfnislose Gleichheit aller Menschen in einem reinen Agrarstaat. Zunächst brach die Regierung jeglichen Kontakt zur Außenwelt ab. Dann schaffte sie Geld, Post und Kommunikationswesen ab. Bücher wurden verbrannt, Schulen geschlossen, die Ausübung von Religion verboten. Die Bevölkerung wurde unter barbarischen Bedingungen zur Feldarbeit gezwungen.
Hunderttausende wurden durch grausamste Gewalt, Krankheiten und Unterernährung dahingerafft. Die Killing Fields am Stadtrand von Phnom Penh sind das größte und makaberste Mahnmal zur Erinnerung an den Holocaust der Roten Khmer. Hier wurde exekutiert, wer die Folterungen in Tuol Sleng überlebt hatte. Insgesamt kamen während der knapp vierjährigen Schreckensherrschaft Pol Pots verschiedenen Schätzungen zufolge zwischen 1 und 2,5 Millionen Menschen ums Leben. Also bis zu einem Drittel der damaligen Gesamtbevölkerung. Zurück im Zentrum Phnom Penhs, an der Hauptschlagader Monivong Boulevard. Kaum vorstellbar, dass dies unter Pol Pot eine menschenleere Geisterstadt war. Dass ein erneutes, friedliches und menschenwürdiges Zusammenleben erst seit Anfang der 90er Jahre wieder möglich ist. Auf den von vietnamesischen Truppen beendeten Massenmord der Roten Khmer folgten nämlich zunächst über 10 Jahre Besatzung durch den verhassten Nachbarstaat. Ständiger Bürgerkrieg, internationale Isolation und chronischer Mangel sorgten für katastrophale Lebensbedingungen im ganzen Land. Die Wende zum Besseren brachte erst ein Friedensabkommen im Jahr 1991 und die bis dahin größte und teuerste Mission von Friedenstruppen der Vereinten Nationen im Jahr darauf. Der Zentralmarkt von Phnom Penh. Das im Art Deco-Stil erbaute Gebäude ist eines der Wahrzeichen der Hauptstadt. Direkt unter der Kuppel machen die Gold-, Uhren- und Schmuckhändler ihre Geschäfte. Ringsherum werden Lebensmittel und alle erdenklichen Güter angeboten. Das große Angebot kündet von den besseren Zeiten, die begonnen haben. Eine Überlandbusfahrt, auf der die Reisenden nicht von Schlaglöchern durchgeschüttelt werden, inklusive Unterhaltungsprogramm in Kambodscha. Der neue Superhighway von Phnom Penh nach Sihanoukville macht möglich, was vor kurzem noch undenkbar schien. 3 Stunden dauert die Fahrt im Luxusbus. Früher dauerte die Tour 3-mal so lange, mindestens. Sie führt zu einer der am dünnsten besiedelten Küstenregionen im tropischen Asien. Kilometer Sandstrand und Mangrovenwälder schmiegen sich an den Golf von Thailand. Dazu kommt eine Vielzahl vorgelagerter Inseln, der Großteil unbewohnt, manche nach wie vor Versteck von Piraten und Schmugglern. Vorbereitungen für eine sichere Rückkehr und einen hoffentlich guten Fang. In den kleinen Fischerdörfern geht das Leben seinen gewohnten Gang.
Im obligatorischen Geisterhaus werden die Geister der Ahnen besänftigt. Bootsbau und Reparatur werden in Gemeinschaftsarbeit erledigt. Die Flotte liegt sicher im Naturhafen, geschützt von dichten Mangrovenwäldern. Die Großfamilie wohnt im traditionellen Stelzenhaus, das Überschwemmungen trotzt und lästiges Getier abhält. Keine besonderen Vorkommnisse also in der dörflichen Idylle. Ganz anders im nahegelegenen Sihanoukville. Kühne Neukonstruktionen künden von der Rückkehr des Badetourismus. Die verbesserten Verkehrsverbindungen haben dafür gesorgt, dass Kambodschas touristische Landkarte um eine Attraktion erweitert wurde. Neben der Hauptstadt und den Tempeln von Angkor nun also auch tropischer Badespaß im Golf von Thailand. An den Wochenenden sind die einheimischen Wasserratten eindeutig in der Überzahl. Die Bewohner Sihanoukvilles und Ausflügler aus der Hauptstadt genießen Strände und Meer. Beide noch in paradiesisch sauberem Zustand. Hochkonjunktur für die Produzenten von Urlaubsschnappschüssen. Aber auch andere Branchen profitieren von der neuen Entwicklung. Zahllose Strandbars und Restaurants sorgen für das Wohl der Gäste. Die besten Geschäfte winken mit der stetig steigenden Zahl ausländischer Besucher, die neuerdings sogar per Boot direkt von der thailändischen Grenze anreisen können. Pfandgutsammelnde Kinder und Bettler freuen sich ebenso über die neue Klientel wie die mobilen Händler, die ein Sammelsurium an Leckereien und Waren feilbieten. Ihrem Naturell entsprechend sind die Khmer stets zurückhaltende und respektvolle Geschäftspartner. Wer etwas kaufen will, dem sind beste Beratung und freundliches Feilschen garantiert. Wer dagegen seine Ruhe haben will, der wird nicht länger mit Angeboten belästigt und kann das bunte Treiben aus der Distanz verfolgen. Wer genug hat von Sonne und Meer, dem steht ein Heer von Motorradtaxis für Ausflüge zur Verfügung. Angesichts der Ausdehnung von Sihanoukville ist ein fahrbarer Untersatz auch dringend zu empfehlen. Ursprünglich hieß Kambodschas größte und wichtigste Küstenstadt Kompong Som. Seit König Sihanouk im Jahr 1965 einen Tiefseehafen errichten ließ, wird sie nach dem Monarchen benannt. Für die Kambodschaner ist Sihanouk nach wie vor der geliebte Übervater, die große Identifikationsfigur, die das Land aller Krisen zum Trotz zusammenhält. Es ist vor allem der Vermittlung des Monarchen zu verdanken, dass die verfeindeten einstigen Bürgerkriegsparteien sich zu einer brüchigen, aber funktionierenden Zweckkoalition zusammengeschlossen und der Gewalt abgeschworen haben. Auch die letzten Kader der Roten Khmer haben sich längst gestellt. Das finsterste Kapitel der Landesgeschichte gehört somit endgültig der Vergangenheit an. Es wird aber noch Generationen dauern, bis das nationale Trauma verarbeitet sein wird.
dem Hauptmarkt scheinen alle 140.000 Einwohner gleichzeitig auf Einkaufstour zu sein. Gegen die Landeswährung Riel, am liebsten aber für harte Dollar, gibt es alles. Von Mode bis Elektronik. Besonders reichhaltig die Abteilung für Meerestiere. Zeichen des zunehmenden internationalen Tourismus, ein kleines Traveler-Zentrum mit Hotels, Bars und Restaurants hat sich entwickelt. Die grundlegende Infrastruktur für die abenteuerlustigen Individualreisenden, die es bisher vor allem an Kambodschas Küste zieht. Klein, aber fein. Der Stadtstrand in unmittelbarer Nähe. Eine erste Blüte erlebte das damalige Kompong Som unter den französischen Kolonialherren, die hier ihre Riviera des Ostens hatten. Auch reiche Khmer verbrachten gerne ihre Sommerfrische hier, bevor das Land vorübergehend in die Steinzeit zurückkatapultiert wurde. In den Hügeln oberhalb von Sihanoukville liegt mit dem Watsotanien das schönste Kloster der Stadt. Nationale Berühmtheit erlangte es durch einen besonders gebildeten Mönch, der hier das bis heute umfassendste Khmer-Lexikon geschrieben hat. Die ehemalige prächtige Pagode wurde 1975, wie fast alle religiösen Gebäude im Land, von den Roten Khmer zerstört. An derselben Stelle errichteten die Mönche beim Wiederaufbau praktischerweise zunächst ein Wasserreservoir, auf dem jetzt die neue, nicht minder schöne Pagode thront. Jenseits der Hügel beginnt bereits die ländliche Umgebung, wo das Wasserholen häufig noch mit mühsamer Arbeit verbunden ist. Kambodschas einziger Tiefseehafen wirkt nach wie vor überdimensioniert. Als König Sihanouk 1965 französische Ingenieure mit dem Bau beauftragte, war dies ein notwendiger Meilenstein. Das Land florierte. Man wollte transporttechnisch endlich unabhängig sein von den Nachbarländern Thailand und Vietnam. Doch anstelle des Wirtschaftswunders kam die nationale Katastrophe. Heute verkehren hier immerhin wieder die Schnellboote zur thailändischen Grenze. Auch ein Meilenstein. Und es bleibt die Hoffnung auf zunehmenden Handel mit steigender Wirtschaftskraft. In den Fischersiedlungen rund um den Hafen herrschen aber noch immer ärmlichste Bedingungen. Hier wird deutlich, dass Kambodscha zu den unterentwickeltsten Ländern der Welt gehört. Das entscheidende Problem Hunger scheint glücklicherweise gelöst zu sein. Der Besuch einer Schule aber bleibt für viele Kinder weiter ein unerreichbarer Traum. Arbeit statt Lernen heißt die Devise für zu viele. Die Folge ist eine der höchsten Analphabetenraten der Welt. Die positive Grundeinstellung, Fröhlichkeit und Leidensfähigkeit der Khmer täuscht über viele Probleme hinweg. So schaffen es die Menschen trotz oftmals katastrophaler hygienischer Verhältnisse immer, sauber und adrett zu erscheinen. Andererseits ist die Kinder- und Säuglingssterblichkeit, nicht zuletzt wegen dieser Verhältnisse, noch immer erschreckend hoch.
Auch die medizinische Versorgung ist extrem schlecht. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei nur 50 Jahren. In den touristisch interessanten Gebieten wird der Urlauber als neuer Heilsbringer freudig begrüßt. Hotels und Bungalow-Anlagen schießen aus dem Boden. Straßen werden gebaut. Ein neues, profitables Zeitalter scheint anzubrechen. In Sihanoukville locken bereits die ersten Golfplätze. Nach den Individual- und Rucksacktouristen sollen nun auch Pauschal- und Luxusreisende angelockt werden und für Arbeitsplätze und Umsatz sorgen. Es bleibt zu hoffen, dass nicht nur einige wenige Investoren, sondern auch die einfache Bevölkerung von den neuen Einnahmequellen profitiert. Aufbruch zu Kambodschas Nationalheiligtum. Am frühen Morgen startet das Schnellboot von Phnom Penh nach Siem Reap, dem Tor nach Angkor. Knapp 5 Stunden dauert die rasante Fahrt auf dem Tonle Sap. Nur Fliegen ist schneller. Dafür bietet die Schiffsreise interessantere Eindrücke von Land und Leuten. Mit dem Bus würde die holprige Fahrt auf oft schlechten Straßen fast doppelt so lange dauern. An der alten Hauptstadt Udong vorbei geht es weiter in den Nordwesten des Landes. Auf halber Strecke die Begegnung mit dem Schwesterschiff auf dem Weg nach Phnom Penh. Ankunft in Siem Reap, inklusive beeindruckendem Empfangskomitee. Die Betreiber von Hotels und Gasthäusern warten bereits sehnsüchtig auf neue Kundschaft in Kambodschas geschichtlichem und touristischem Herzen. Die exotische Transportvariante für die weltweit größte Ansammlung religiöser Bauwerke. Schneller und günstiger sind Bus- oder Moped-Taxi. Steinerne Soldaten stehen Spalier am Eingang zu einem Weltwunder. Sie bewachen Angkor Thom, die einstmals größte Stadt der Erde. Im 12. Jahrhundert lebten hier 1 Million Menschen. Von deren einfachen Behausungen ist jedoch nichts mehr zu sehen. Übrig geblieben sind die 5 Stadttore und die gewaltigen Tempelanlagen, die nur von den Gottkönigen und hohen Priestern betreten werden durften. Die ältesten stammen aus dem 9. Jahrhundert. Die größten und beeindruckendsten, wie der Bayon, aus dem 12. Jahrhundert, der Blütezeit des Khmerreiches. Im Gegensatz zu heute, wo 90% der Bevölkerung Buddhisten sind, war damals der Hinduismus, den indische Seefahrer ins Land gebracht hatten, die vorherrschende Religion. Die nach strengsten Regeln errichteten Tempel stellen einen Mikrokosmos dar, der der indischen Vorstellung der Welt entspricht.
Die in Stein gehauenen Reliefs erzählen die großen indischen Epen, angereichert mit Details aus der Mythologie und Naturreligion der Khmer. Mit seinen 54 Türmen ist der Bajon einer der beeindruckendsten Tempel. Die Gesichter, die jeweils in alle Himmelsrichtungen blicken, gaben der Wissenschaft lange Rätsel auf. Sie stellen alle ein und dieselbe Person dar. Lokeshwara, einen Erleuchteten an der Schwelle zum Nirvana. Seine Gesichtszüge wurden vermischt mit denen von Jayavarman dem Siebten, dem damaligen Herrscher. Der höchste Turm symbolisiert den Berg Meru, Wohnsitz der Götter und Mittelpunkt der Welt. Nach dem Tod des Königs, der das Heiligtum erbaut hatte, wurde der Tempel zum Mausoleum, in dem sich der Monarch mit der Gottheit des Tempels vereinigte und somit selbst zu einem Gott wurde. Die Buddha-Statuen, denen heute überall in den verschiedenen Tempeln gehuldigt wird, wurden erst gegen Ende der Blütezeit Angkors oder in späteren Jahrhunderten errichtet. Der große Platz. Hier fanden Prozessionen, Paraden und Spiele statt. Die königliche Familie hatte ihren Ehrenplatz auf der Terrasse der Elefanten. Direkt angrenzend der Bafun, einer der schönsten Tempel von Angkor. Leider auch einer der am schlechtesten gebauten, weshalb jetzt umfangreiche Restaurierungsmaßnahmen nötig sind. Restaurateure, Archäologen und Künstler sind ein vertrautes Bild in Angkor. Es gibt nur wenige Orte auf der Welt, die eine vergleichbare Vielfalt an Herausforderungen und Inspirationen bereithalten. Nicht nur der Zahn der Zeit und das extreme Monsunklima haben an den architektonischen Meisterwerken genagt. Auch Plünderer und Geschäftemacher haben Angkor zugesetzt. Zunächst interessierten sich einfache Diebe für die reichlich verwendeten Materialien Metall, Bronze und Kupfer. Eingeschmolzen ergaben sie sowohl hervorragende Waffen als auch landwirtschaftliche Geräte. Später war die internationale Antiquitätenmafia am Werk. Mit Tiefladern und LKWs wurde noch vor wenigen Jahren gezielt abtransportiert, was Interessenten aus Europa, Japan oder Amerika anhand von Fotografien bestellt hatten. Die wenigen Wächter wurden ausgetrickst oder bestochen. Überraschenderweise haben die Roten Khmer während ihrer Terrorherrschaft Angkor weitgehend verschont, obwohl sie nicht gerade bekannt waren für ihren sensiblen Umgang mit Religion und Kultur. Wahrscheinlich haben sogar sie Angkor als ihr kulturelles Erbe respektiert. Vermutlich sahen sie aber vor allem in Shiva, dem Hindu-Gott der Zerstörung, dem die meisten Tempel gewidmet sind, einen heimlichen Verbündeten. Insgesamt erstrecken sich die im Lauf von über 400 Jahren errichteten Tempel über eine Fläche von mehr als 200 Quadratkilometern. Für die Erkundung aller Attraktionen empfiehlt sich ein unerschöpflicher Vorrat an Zeit. Keinesfalls verpassen sollten Besucher den Taprom. Zur Einstimmung spielt gleich hinter dem Eingang eine ortsübliche Kapelle auf. Thank you.
Dann darf man sich fühlen wie Indiana Jones auf der Jagd nach dem verlorenen Schatz. Im Gegensatz zu den anderen Tempeln wurde der Tabrom in seinem Urzustand belassen und nicht restauriert oder von wuchernder Vegetation befreit. So oder so ähnlich müssen auch die ersten europäischen Entdecker Angkor erlebt haben. Missionare und Händler aus Portugal, Spanien und Frankreich. Der Franzose Henri Mouhot stieß 1860 auf seinem Weg nach Laos durch Zufall auf Angkor. Seine Veröffentlichungen lenkten das Interesse der westlichen Welt zum ersten Mal auf die mysteriösen Tempelanlagen im Dschungel. Sein Urteil war eindeutig. Es ist größer als alles, was uns von Griechen und Römern erhalten geblieben ist. Die romantische Vorstellung, Angkor sei nach Jahrhunderten des Dornröschenschlafs wieder entdeckt worden, trifft übrigens nicht zu. Nachdem der königliche Hof die Stadt im Jahr 1431 endgültig verlassen hatte, da sie militärisch gegen die Siamesen nicht mehr zu halten war, herrschte hier nach wie vor pulsierendes Leben. Ende des 16. Jahrhunderts versuchte sogar erneut ein Khmer-König, seine Hauptstadt hierher zu verlegen. Die Tempel waren zwar einst hinduistischen Göttern geweiht, gläubigen Buddhisten dienen sie jedoch seit Jahrhunderten als Wallfahrtsorte. Auch Mönche haben immer hier gelebt und ihre Pagoden errichtet. Abenteuerspielplatz Urwald. Den Kindern der Tempelwächter und Souvenirverkäufer wird es garantiert nicht langweilig. Annäherung an ein Weltwunder. Angkor Wat ist Kambodschas Nationalheiligtum. Eine Sandsteinbrücke führt zum Eingangsgebäude der riesigen Tempelanlage, die eine Stadt in der Stadt war. Zwischen den steinernen Bauwerken lebten einst etwa 20.000 Menschen in Holzhütten. Dann der erste Blick auf die majestätischen Türme in Form einer Lotusknospe. Aus dieser Perspektive sind nur drei zu erkennen. Hat man den Tempel im Zentrum der Anlage erreicht, wird deutlich, es sind fünf Türme, der Sitz der Götter. Im höchsten, dem mittleren, wurde Suryavarman II. Begraben, der dieses beeindruckende Bauwerk in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts errichten ließ. 37 Jahre dauerte der Bau, bei dem Heerscharen von Arbeitern und Künstlern sowie hunderte Elefanten nötig waren. Angkor Wat ist eine perfekte Nachbildung des Universums, entsprechend der hinduistischen Mythologie. Die Wassergräben stellen das Urmeer dar, die Galerien die Gebirgsketten, die Türme den heiligen Berg Meru. Auf der unteren Ebene des Tempels liegen die vier heiligen Bäder. Wie überall in Angkor folgt auch hier die Architektur einer bis ins Detail durchdachten Geometrie. Wo einst dem indischen Gott Vishnu gehuldigt wurde, ziehen heute Buddha-Statuen zahlreiche Pilger an. Wo, wenn nicht an diesem mystischen Ort, können sich die Gläubigen eine Lösung für ihre Probleme erhoffen? Was war der Grund für die erstaunliche Hochkultur, die einst allen anderen Zivilisationen überlegen war? So simpel es klingen mag, die hochentwickelte Bewässerungstechnik. Sie ist letztlich verantwortlich für Meisterleistungen wie die längsten zusammenhängenden Flachreliefs der Welt. 800 Meter antike Geschichte und Mythen.
die das Wasser beherrschende Stadt. Nur deshalb konnte Angkor erblühen und zur größten Stadt der Welt werden. Einen religiösen und geistigen Quantensprung vollziehen. Architektonisch und künstlerisch in neue Dimensionen vorstoßen. In der Vor-Angkor-Periode konnten die Reisbauern nur eine Ernte während der Regenzeit einbringen. Dank ausgeklügelter Bewässerungssysteme mit Wasserreservoirs und Kanälen konnten bald 2 bis 3 Ernten eingefahren werden. Die Lebensmittelüberproduktion ließ die Bevölkerung rasch anwachsen und setzte Arbeitskräfte frei, die nicht in der Landwirtschaft gebraucht wurden. Den Königen standen jetzt genug Soldaten zur Verfügung, um das Reich zu schützen und seine Grenzen sogar weiter auszudehnen. Zusätzlich gab es massenhaft Arbeiter, dazu Handwerker und Künstler, ohne die der Bau der Tempel nie möglich gewesen wäre. Straßen, die zum Schlaglochslalom zwingen, sind in Kambodscha keine Seltenheit. In Siem Reap sind sie allerdings fast schon Vergangenheit. Die touristische Boomtown des Landes verdankt ihren Aufschwung den nahegelegenen Tempelanlagen. Wer Angkor erleben will, muss in Siem Reap absteigen. Kein Wunder, dass die beschauliche Kleinstadt mittlerweile über eine der besten Infrastrukturen des ganzen Landes verfügt. Beliebteste Abendunterhaltung ist der klassische Khmer-Tanz, der so auch schon zu den Blütezeiten Angkors zu bewundern war. Auch daran hat sich in den letzten 1000 Jahren nichts geändert. Reisanbau in der ländlichen Umgebung von Siem Reap. Die Böden gehören zu den fruchtbarsten im ganzen Land. Unter guten klimatischen Bedingungen sind 2 Ernten im Jahr möglich. Für die Bewässerung sorgen der jährliche Monsun und der Tonle Sap-See als natürliches Reservoir. Die Fahrt geht nach Süden, in das Herz Kambodschas. Die Menschen haben sich angepasst an den sich ständig ändernden Wasserpegel im Umkreis von Asiens größtem See. Nicht am Wasser, sondern auf dem Wasser wird in den schwimmenden Dörfern gelebt. Impressionen aus einem faszinierenden Lebensraum. Thank you.
der Tonlesap-See. Er erstreckt sich in einem Becken, das einst ein Meeresarm war. Durch die Anhebung der Küstenregion wurde er vom Südchinesischen Meer abgeschnitten. Während der Regenzeit fließt alljährlich so viel Wasser in den See, dass sich die Fläche bis zum Siebenfachen ausdehnt. Größter Zufluss ist dann der Mekong, der in der Nähe von Phnom Penh in den Tonlesap-Fluss fließt und über diesen Umweg sein Wasser in den See lenkt. Aufgrund des enormen Fischreichtums des Sees wächst die Zahl der schwimmenden Dörfer stetig an. Wissenschaftler warnen bereits vor der Gefahr einer baldigen Überfischung. Eine beliebte Alternative sind die Fischfarmen, in denen gezielt die gewünschten Arten gezüchtet werden. Auch andere gelegentlich in der Umgebung vorkommende Tiere werden den Besuchern als kleiner Nervenkitzel gerne präsentiert. Aufstieg auf dem Phnom Bakheng. Yasovarman I. verlegte seine Hauptstadt Ende des 9. Jahrhunderts auf diesen natürlichen Sitz der Götter und gründete einen der ersten Tempel des späteren Angkor. Die zentrale Pyramide erstreckt sich über 5 Terrassen. Die Zahl der Türme summiert sich auf 109. Abzüglich des Turmes im Zentrum symbolisiert diese Zahl einen Kalender mit den 4 Mondphasen und 27 Mondaufgängen. Die Besuchermassen kommen jedoch aus einem anderen Grund. Es lockt der beste Ausblick auf das Gebiet von Angkor, diese einmalige Komposition aus Tempeln, Stauseen, Dschungel und Reisfeldern. Während des Bürgerkriegs war der Bakheng ein wichtiger strategischer Punkt der Roten Khmer, die von hier aus den Flughafen von Siem Reap bombardieren konnten. Das Trauma der jüngeren Geschichte lauert in Kambodscha sogar am Sitz der alten Götter. Auch bei der Wiedergeburt des Landes nach 1993 fällt dem Weltwunder Angkor eine entscheidende Rolle zu. Nachdem die zahllosen Minen, die manche Landesteile noch heute terrorisieren, geräumt waren, wurden hier wieder die ersten ausländischen Besucher begrüßt. Sie brachten nicht nur dringend benötigte Einnahmen, sondern auch die Gewissheit, Kambodscha ist wieder Teil der zivilisierten Welt. Seit 1991 ist auch Laos wieder Teil der touristischen Weltkarte. Über den Grenzfluss Mekong geht es seitdem von Thailand in das lang isolierte und vergessene Land. Auch aus den anderen Nachbarstaaten Burma, China, Vietnam und Kambodscha ist die Einreise in das einzige Binnenland Südostasiens mittlerweile möglich. Mit nur gut 5,5 Millionen Einwohnern auf einer Fläche fast so groß wie die alte Bundesrepublik Deutschland ist Laos das am dünnsten besiedelte Land der Region. Im Gegensatz zum südlichen Nachbarn Kambodscha, in dem 90% der Bevölkerung Khmer sind, herrscht in Laos ein buntes Völkergemisch. Insgesamt gibt es über 60 verschiedene Volksgruppen und bis zu 120 Untergruppen. Mehr als in jedem anderen Land Südostasiens.
Die Mehrheit dieser Gruppen lebt in kleinen Gemeinschaften über weite Teile des Landes verstreut. Ihrer ursprünglichen Lebensweise folgen auch die Lanteen, die sich im Nordosten von Laos angesiedelt haben. Im Dorf Ban Nam Chang leben ungefähr 125 Menschen in 26 Familien. Der Hausbau ist ebenso wie Landwirtschaft und Viehzucht Gemeinschaftsaufgabe. Die Frauen bevorzugen auch bei der Arbeit die traditionelle Tracht. Die Männerwelt schwört eher auf den internationalen Look. Die rasierten Wimpern sind ein weiteres Merkmal der Lanteenfrauen. Für das Herstellen der Trachten ist jede Familie selbst verantwortlich. Spinnen, Weben und Färben gehören zur Grundausbildung aller Mädchen im Dorf. Diese untypisch gekleidete junge Dame stellt Bambuspapier her. Ankunft in Vientiane. Rund eine Viertelmillion Menschen leben in der Hauptstadt und größten Ansiedlung des Landes. Im Vergleich zu Bangkok oder Phnom Penh ein gemütliches Provinzstädtchen. Wie die asiatische Variante des Triumphbogens ragt das Siegestor aus dem Verkehrsgetümmel. Es erinnert an die vielen Laoten, die in den verschiedenen Kriegen der Vergangenheit ihr Leben ließen. Der Bau wurde Ende der 50er Jahre begonnen und vereint laotische, indische und europäische Elemente. Der zunehmende Verkehr auf Vientianes Vorzeigeboulevard ist eines der Anzeichen, dass es aufwärts geht mit dem Armenhaus Laos. Die vorsichtige politische Öffnung und die Wirtschaftsreformen zeigen Wirkung. Der Zusammenbruch des Ostblocks und damit der Geldgeber, die das marode und abgeschottete System finanzierten, hat die Regierung Anfang der 90er Jahre zum Handeln gezwungen. Zeugnis einer stolzen Vergangenheit. Die Schwarze Stupa wurde zu Zeiten des ersten laotischen Großreiches errichtet, das von 1353 bis 1707 andauerte. Aus derselben Epoche stammt auch das Nationalheiligtum des Landes, der Tat Luang. Die ehrwürdige Stupa wurde 1566 von König Setathirat errichtet, der damals seinen Hof von Luang Prabang nach Vientiane verlegte. Mittlerweile hat er auch Hammer und Sichel als Landessymbol abgelöst. Angeblich ist die Stupa mit 1000 Pfund Blattgold beschichtet. Umso erstaunlicher ist, dass der Tat die Angriffe der Siamesen Anfang des 19. Jahrhunderts weitgehend unbeschadet überstanden hat.
Damals machte der aggressive Nachbar die Stadt fast dem Erdboden gleich. Von den ursprünglich 4 Tempeln, die die ehrwürdige Stupa umgaben, existieren heute nur noch 2. Der aufwendig restaurierte Luang Niua ist besonders beeindruckend. Die Ecken des Gebäudes werden von Garudas getragen. Die Fassade zieren Darstellungen aus dem Leben Buddhas. Der Wat-Sisaket ist das wichtigste und älteste Kloster von Vientiane. 1818 erbaut, ist das hölzerne Meisterwerk der einzige Tempel, den die Siamesen 10 Jahre später verschonten. Vermutlich, weil er im Bangkok-Stil errichtet wurde. Im Wandelgang stehen rund 300 Buddha-Statuen, darunter einige der schönsten aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Die meisten sind herausragende Werke der laotischen Bronzekunst. Fast alle stellen den Erleuchteten sitzend in der Pose der Erdberührung dar. Viele Statuen haben ihren originalen Strahl der Weisheit, den Ketumala, der sich vom Kopf erhebt. In den unzähligen Nischen dahinter stehen je 2 weitere kleine Figuren. Dieser kunstvoll geschnitzte Hanglin diente zur Waschung der Buddha-Figuren an hohen Feiertagen. Die Stupas im Außenbereich des Klosters sind Grabstätten. Hier ruhen wohlhabende und bedeutende Bürger. Wie in allen Klöstern in Laos freuen sich die Mönche und Novizen über ausländische Gesprächspartner, mit denen sie ihre Englischkenntnisse üben können. Hier residierten einst die französischen Kolonialherren, die Laos von 1893 bis 1954 kontrollierten. Aller negativen Aspekte der Kolonialzeit zum Trotz. Ohne die europäische Schutzmacht wäre das Land vermutlich Teil des Siamesischen Reiches geworden, das immer wieder seine Fühler nach dem östlichen Nachbarn ausstreckte. Entsprechend der turbulenten Geschichte eines kleinen Landes, das immer wieder zum Spielball der Großmächte wurde, erlebte auch Vientiane ein stetiges Auf und Ab. Den Franzosen folgten ab Mitte der 50er Jahre die Amerikaner, die Laos zur Basis im Kampf gegen den internationalen Kommunismus erkoren. Die Dollarmillionen verwandelten die verschlafene Hauptstadt in eine moderne Metropole, in der sich bald Geheimagenten, Journalisten und Militärs tummelten. Nach dem Vietnamkrieg, der auch Laos ins Chaos stürzte,
ließen die Machthaber ab 1975 den eisernen Vorhang fallen. Statt Unmengen harter Dollar flossen nun gerade genug weiche Rubel, um das Regime zu finanzieren. Tagesausklang am Mekong, der in der Trockenzeit hier nur träge fließt. Bei Snacks und kühlen Getränken freuen sich die Hauptstädter, dass ihr Land aus 20 Jahren Dornröschenschlaf erwacht ist. Dass das Leben freier geworden ist. Dass es wirtschaftlich aufwärts geht. Nur wenige Meter entfernt, auf der anderen Flussseite, können sie für laotische Verhältnisse unermesslichen Reichtum bestaunen. Thailand, der traditionelle mächtige Rivale, Vorbild und Schreckgespenst zugleich. Der offizielle Tarif gilt nur für Laoten. Bei ausländischen Besuchern entscheidet das Verhandlungsgeschick über den Preis der Tuk-Tuk-Fahrt. Traditionelle Gebäude, in denen moderne Waren der letzte Schrei sind. Wer es sich leisten kann, deckt sich im Morning Market mit westlichen Gütern ein. Im größten Konsumtempel der Hauptstadt sind vor allem Produkte aus Thailand, heiß begehrt. Mode, Musik und Zeitschriften, die auch in Laos den Trend bestimmen. Der omnipräsente Nachbar, geliebt und gehasst. Die abwertende Bemerkung einer Thai-Sängerin über den armen und angeblich hinterwäldlerischen Nachbarn löste sogar eine Staatskrise aus. In der obersten Etage bieten die Schmuckhändler ihre Waren feil. Gold ist nach wie vor die beliebteste Anlageform im Land. Wer traut schon den Banken, die von der Regierung oder schlimmer noch, von den allgegenwärtigen thailändischen Investoren kontrolliert werden? Außerhalb der Hallen können die Gold- und Silberschmiede bei ihrer filigranen Arbeit bewundert werden. Businessmen bei der Arbeit. Kaufen und verkaufen lautet die Devise, auch in den Straßen rund um den Morning Market. Drei Stunden dauert die Busfahrt von der Hauptstadt in eine der schönsten Landschaften von Laos. Schon die alten Könige von Vientiane und Luang Prabang sollen bei ihren gegenseitigen Besuchen mit Vorliebe hier zwischen sanften Hügeln, bizarren Felsformationen und Reisfeldern Rast gemacht haben. Damals im 18. und 19. Jahrhundert. Als das Land in drei Königreiche aufgeteilt war. Angesichts der ständigen Bedrohung durch fremde Mächte, vor allem Siam, China und Vietnam, muss das Reisen eine gefährliche Angelegenheit gewesen sein. Im Gegensatz zu heute, wo Besuchern eine ständig verbesserte Infrastruktur geboten wird. Die malerische Karstlandschaft am Songfluss hat sich längst zum Geheimtipp der Asienreisenden gewandelt.
Vor allem Rucksackreisende zieht es in Scharen in das Paradies für Outdoor-Aktivitäten aller Art. Neue Hotels schießen aus dem Boden und die Bambusbrücken, auf denen gegen Gebühr der Fluss überquert werden kann, machen Rekordumsätze. Am meisten profitiert Wang Yeng vom Ansturm der Backpacker. Den Unterschied zwischen abgelegenem Nest und boomendem Städtchen machte ein einziger begeisterter Bericht in einem Reisehandbuch aus. Innerhalb weniger Jahre hat sich die Finanzsituation im Ort rapide zum Besseren gewendet. Über die Auswirkungen auf das Straßenbild herrschen geteilte Meinungen. Auch über die Gepflogenheiten mancher Gäste herrscht bisweilen Ratlosigkeit unter den Einheimischen. Warum reisen sie ans andere Ende der Welt, um dann in der herrlichsten Umgebung, dank DVD oder Satellit, dieselben stupiden Fernsehserien wie zu Hause anzuschauen? Fragen, die den toleranten und freundlichen Laoten allerdings kein übermäßiges Kopfzerbrechen bereiten. Hauptsache, die fremden Besucher fühlen sich wohl. Abseits der Touristenmeile läuft glücklicherweise nach wie vor das Programm Laos pur. Für die Erkundung von Land und Leuten bieten sich Wanderungen und Fahrradtouren an. Wer es bequemer mag, nimmt in einem der ortsüblichen, jedem Gelände gewachsenen Gefährte Platz. Schon auf den ersten Metern wird allerdings klar, dass die Fahrt auf dem Traktor-Taxi angesichts der Wegequalität alles andere als rückenschonend ist. Steile Pfade führen hinauf zur Tampukam, der Höhle der goldenen Krabben. Die zahllosen Karsthöhlen sind die touristische Hauptattraktion der Region. Mit ortskundigem Führer geht es hinein in die angenehm kühle Finsternis. Von den namensgebenden goldenen Krabben ist zwar nichts zu sehen, dafür entschädigt eine liegende Buddha-Statue im Zentrum der weiten Höhle. Das traditionelle Handwerk hat noch seinen Platz in den Dörfern der Umgebung. (lacht) 150 steile Stufen führen zum Eingang der bekanntesten Höhle. Die Tamchang ist bei einheimischen und ausländischen Besuchern gleichermaßen beliebt. Die Attraktion ist bunt illuminiert, was nicht jedermanns Geschmack sein muss. Im 19. Jahrhundert versteckten sich die Einheimischen in dem weitverzweigten Labyrinth vor chinesischen Banden, die die Gegend unsicher machten. Auf der Rückfahrt nach Wang Yeng ist die Flusstauglichkeit des Traktortaxis gefordert. Untiefen sollten allerdings gemieden werden.
Während die Einheimischen den Songfluss wie eh und je nutzen, dient er nur wenige Meter weiter den Touristen zur reinen Freude. In Motorbooten, Reifenschläuchen und Kajaks schippern sie durch das tropische Paradies. Für das Reiseland Laos ist die rasante Entwicklung in Vang Vieng ein Segen. Da das Binnenland naturgemäß über keine Strände verfügt, kam der Tourismus anfangs nur schleppend in Gang. Nun haben neben älteren, vor allem kulturell interessierten Reisenden, auch die jungen, outdoor-begeisterten Gäste das Land entdeckt. Angesichts der steigenden Besucherzahlen und des Baubooms in Vang Vieng bleibt zu hoffen, dass nicht irgendwann der ursprüngliche Charme verloren geht, der die Besucher letztlich anlockt. Die perfekte Lage der Landzunge am Zusammenfluss der beiden Ströme Nam Khan und Mekong schätzten schon die frühesten Siedler. Im 5. Jahrhundert vor Christus wurde der Ort zum ersten Mal schriftlich erwähnt. An derselben Stelle steht heute mit Luang Prabang der wichtigste Besuchermagnet von Laos. In der reizvollen Umgebung locken Trekking und Mountainbiking, in der Stadt Kultur und das intensive Erleben des Buddhismus. Orange ist die vorherrschende Farbe in der alten Hauptstadt. Hier gründete Phan Gum 1353 das erste laotische Großreich, das Reich der 1 Million Elefanten und dem Schirm. Kurz darauf erklärte der legendäre König den Buddhismus zur Staatsreligion. Als ältestes religiöses Zentrum ziehen die 29 Klöster von Luang Prabang mehr Schüler denn je aus allen Landesteilen an. Sogar aus Thailand und Kambodscha kommen die Mönche, um hier zu lernen und zu meditieren. Dies war einst der wichtigste Zugang zur Stadt. Die Treppe führt direkt zum Wat Sieng Thong, dem früheren königlichen Kloster. Könige, die von einer Reise heimkehrten, zogen sich hier zunächst für 3 Tage zur Meditation zurück, ehe sie wieder den Staatsgeschäften nachgingen. Der 1560 erbaute Wat ist nicht nur das älteste erhaltene Kloster von Luang Prabang, sondern auch eines der schönsten des ganzen Landes. Die Bauweise des reich verzierten Sim, des Haupttempels, dient seit jeher als Vorbild bei Renovierungen und Neubauten von religiösen Bauwerken. Die Bedeutung laotischer Heiligtümer symbolisiert die Anzahl der Spitzen des krönenden Ornaments auf dem Dach. Die 17 Spitzen des Wat Sieng Thong werden von keinem anderen Tempel überschritten. Unter den zahlreichen anderen kunstvollen Bauten des Klosters hat die sogenannte Rote Kapelle besondere Bedeutung. Der Schrein wurde 1957 anlässlich des 2500. Geburtstags des Buddha mit Glasmosaik verziert.
Im Innern steht eine in der laotischen Tradition sehr seltene Buddha-Statue. Sie zeigt den Erleuchteten in einer liegenden Haltung, die den Übergang ins Nirvana symbolisiert. Der boomende Tourismus hat dem kleinen Luang Prabang die beste Infrastruktur des ganzen Landes beschert. Der stete Geldfluss hat die Befestigung der Flussufer und aller Straßen ermöglicht. Um die Erhaltung der historischen Gebäude kümmert sich auch die UNESCO. Seit 1995 ist das Juwel am Mekong Teil des Weltkulturerbes. Zu den 16.000 Einwohnern gesellen sich in guten Reisemonaten fast ebenso viele Besucher, die das provinzielle Idyll aus der Luft, vom Wasser oder über Land ansteuern. König Sisavangvong, Herrscher von Frankreichs Gnaden. Ihm errichtete die Kolonialmacht im Jahr 1904 diesen Palast in der Stadt. Bis zur Abschaffung der Monarchie im Jahr 1975 lebte auch Savang Batana, der letzte laotische König, hier. Das Vermächtnis seiner Familie kann heute von Besuchern besichtigt werden. Der prachtvolle Tempel auf dem Palastgelände wurde deutlich erkennbar dem Wazieng Tong nachempfunden. Der ideale Hintergrund für ein Familienfoto. Kaum überraschend, in der Stadt der Klöster thront auch auf dem höchsten Punkt ein Tat. Der Aufstieg zum Tempel mit der goldenen Spitze lohnt sich. Allein schon wegen des Panoramablicks. Die Lage des Ortes ist außergewöhnlich schön. Die Berge im Norden und Süden säumen den Mekong und formen eine Art rundes Tal oder Amphitheater. Ein lieblicher Anblick, der mich an die Seenlandschaft von Como und Genf erinnert. Wäre da nicht die unaufhörlich sengende tropische Sonne oder würde die Mittagshitze durch ein Lüftchen erfrischt, wäre der Ort ein kleines Paradies. Schwärmereien, denen sich die meisten heutigen Besucher anschließen würden. Sie stammen von dem französischen Entdecker Henri Mouhot, der 1861 als vielleicht erster westlicher Besucher nach Luang Prabang kam. Am späten Nachmittag verwandelt sich ein Teil der Hauptstraße in einen bunten Markt. Die Angehörigen der verschiedenen Bergvölker nehmen lange Fußmärsche oder Busfahrten in Kauf, um ihre Waren in Luang Prabang anzubieten. Ganz in der Nähe lässt man den Tag sportlich ausklingen. Auch ein Relikt aus der Kolonialzeit. Beweglichere Athleten bevorzugen das Tugraw-Spiel, eine der populärsten Sportarten in Südostasien. Faszinierend, was man mit einem kleinen Bastball so anfangen kann. Thank you.
auch für westliche Augen und Ohren ein Genuss. Traditionelle Musik und Tanzdarbietungen. Kein Fest in Laos, bei dem nicht auf diese elegante Weise Mythen und geschichtliche Episoden dargestellt werden. Dies ist der Neujahrstanz des Hmong-Stammes. Die bunten Tücher der Bergvölker sind garantiert handgemacht, wie jeder potenzielle Käufer sehen kann. Auf dem Markt werden bis spät in die Nacht einheimische Produkte angeboten. Textilien, Kunsthandwerk und allerlei Accessoires wechseln den Besitzer. Am liebsten gegen US-Dollar. Im Notfall wird aber auch die Landeswährung Kip akzeptiert. Bei dieser kunstvollen Zubereitung kommt der Appetit schon vom Hinschauen. Auf dem nächtlichen Essensmarkt werden bis in die frühen Morgenstunden landestypische Spezialitäten angeboten. Von Asienkennern empfohlen, eine Nudelsuppe vor dem Einschlafen. Die traditionelle Spätsuppe wird aber auch andernorts immer gekocht. Das faszinierendste Schauspiel, das Besucher in Luang Prabang erleben können, ist der frühmorgendliche Almosengang, der Dakbat. Insgesamt rund 2000 Mönche lassen die kleine Hauptstadt des Buddhismus in Orange erstrahlen. Der Reis ist vorbereitet. Jetzt heißt es warten auf die Ankunft der Mönche. Dann ist es soweit. Angeführt vom Abt des jeweiligen Klosters nehmen die Mönche die Essensrationen für den Tag entgegen. Die Reihenfolge entspricht der Stellung innerhalb der Klostergemeinschaft. Den strengen Regeln entsprechend wird barfuß gelaufen. Bei der Übergabe dürfen Frauen die Mönche keinesfalls berühren. Sie legen den Reis, bei den Novizen hin und wieder auch ein paar Süßigkeiten, direkt in die Sammelschale. Die Mönche bedanken sich nicht. Denn nach buddhistischer Auffassung sind es die gebenden Laien, die zu danken haben. Ihnen wird schließlich ermöglicht, eine gute Tat zu vollbringen, Verdienste anzusammeln für ihr zukünftiges Los. Nach ungefähr 2 Stunden ist wie die gewaltigen Bauten von Angkor, die allmorgendlich nach dem Dunkel der Nacht in voller Pracht erstrahlen, so haben auch Kambodscha und Laos die finsteren Zeiten hinter sich gelassen. Wie die gewaltigen Bauten von Angkor, die allmorgendlich nach dem Dunkel der Nacht in voller Pracht erstrahlen, so haben auch Kambodscha und Laos die finsteren Zeiten hinter sich gelassen.
Gesichter, die vieles gesehen haben, blicken in die Zukunft. Zurück liegt die blühende Hochkultur in den Zeiten, als Europa im düsteren Mittelalter dämmerte. Immer wieder Kriege und Konflikte mit den mächtigen Nachbarstaaten. Dann die französische Kolonialherrschaft. Der Vietnamkrieg, der die ganze Region ins Chaos stürzte. Der Völkermord der Steinzeitkommunisten unter Pol Pot. Nun endlich die politische Öffnung und erste Anzeichen eines langsamen wirtschaftlichen Aufschwungs. Korbionschnaps, ein beliebtes Mitbringsel für Besucher. Die Pak Ouhu-Höhlen sind eine der bedeutendsten buddhistischen Kultstätten in Nordlaos. Der Legende nach soll der Höhlentempel 1547 gegründet worden sein. Als Wohnort der Flussgeister werden dem Ort aber schon viel länger magische Kräfte nachgesagt. Pilger und vorbeifahrende Bootsleute bringen deshalb seit jeher kleine Buddha-Statuen als Opfergaben dar. Mittlerweile ist eine stattliche Anzahl zusammengekommen. Im dichten Dschungel versteckt sich der Kwangsi-Wasserfall. Über mehrere Ebenen bahnt sich das Wasser seinen Weg über die Kalksteinformationen. Eine Tropenlandschaft wie aus dem Bilderbuch, in der sich sogar Tarzan wohlfühlen würde. Ungefähr 10 Kilometer östlich von Luang Prabang, nicht weit vom Ufer des Nam Khan, liegt der französische Naturkundler und Entdecker Henri Mouhot begraben. Seine Expeditionen, teilweise in Begleitung des ebenso berühmten wie umstrittenen François Garnier, führten ihn 4-mal nach Südostasien. 1860 wurde Mouhot als Wiederentdecker von Angkor gefeiert. Im Jahr darauf betrat er als erster westlicher Besucher die alte Königsstadt Luang Prabang. Sein Vorhaben, eine längere Zeit unter den Lao zu leben, konnte Mouhot nicht wahrmachen. Nur 3 Monate nach seiner Ankunft starb er an Malaria. Der Nam Khan ist ein beliebtes Ausflugsziel für die Einwohner von Luang Prabang. In den erfrischenden Fluten wird gebadet und gefischt.
Im Erfolgsfall wird die Beute noch vor Ort beim gemütlichen Picknick gegrillt. Ein guter Whisky darf natürlich nicht fehlen, um auf den herrlichen Tag in der Natur anzustoßen. Die ausländischen Besucher nutzen den Fluss auf aktivere Art. Erholung von den Tempelbesuchen. Ein paar Biegungen weiter ist der Namkhan ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die Bewohner von Ban Phanom fördern in mühsamer Arbeit Flusssand, der als Baumaterial verwendet wird. Berühmt ist das Dorf allerdings für eine andere Branche. Unter fast jedem Dach stehen Spinnrad und Webstuhl. Eine Tradition aus dem 17. Jahrhundert, die nach wie vor Bestand hat. Damals wurden Angehörige des aus Südchina stammenden Lue-Volkes extra hier angesiedelt, um für das Königshaus zu weben. In Pak Beng beginnt die letzte Etappe der Reise. Der kleine Ort am Mekong ist seit jeher ein wichtiger Knotenpunkt für den Handel zwischen Laos, China und Thailand. In den letzten Jahren hat Pak Beng allerdings einen wahren Boom erlebt. Jeden Abend treffen Bootsladungen von Touristen ein, die hier übernachten, auf halber Strecke zwischen Luang Prabang und dem thailändischen Grenzübergang bei Hue Sai. Mobiltelefone und Satellitenfernsehen gehören hier in der tiefsten laotischen Provinz mittlerweile zum Alltag. An den ersten Luxusunterkünften für die wachsende Besucherschar wird eifrig gearbeitet. Bedingungen, von denen die Mehrheit der Landesbewohner nur träumen kann. Der wirtschaftliche Aufstieg gelingt bisher fast nur denjenigen, die direkt vom Tourismus profitieren. Ein schwereres Los haben die Goldsucher, die auf den großen Fund hoffen. Me Nam Kong, Mutter aller Wasser. Wie der Name schon vermuten lässt, ist der Mekong die Lebensader von Laos. Nicht nur als Wasserspender für Mensch, Tier und Landwirtschaft. Auch als Transportweg und neuerdings als Touristenattraktion. Viele ehemalige Frachtschiffe haben sich mittlerweile auf den Personentransport umgestellt, der bessere Einnahmen verspricht. Das laute Leben auf dem Fluss. Die Familie des Kapitäns lässt sich vom Motorenlärm allerdings nicht stören. Laotische Gelassenheit. Die Fahrt auf den sogenannten Slowboats ist die gemütlichste Variante einer Mekong-Reise. Wer es eilig hat oder den Nervenkitzel liebt, nimmt ein Speedboat. Für ausländische Besucher sind Helm und Gehörschutz vorgeschrieben. Unfälle sind bei den röhrenden Ungetümen nämlich keine Seltenheit.
Auf der Mutter aller Wasser klingt die Reise durch Kambodscha und Laos aus. Abschied von zwei Ländern, die ihre leidvolle Vergangenheit hinter sich gelassen haben und einer besseren Zukunft entgegenstreben. Von zwei Ländern, die ihren Besuchern eine faszinierende kulturelle und landschaftliche Vielfalt bieten. Abschied von einer gastfreundlichen Bevölkerung. Von Menschen, die sich trotz Armut ihre positive Lebenseinstellung und die sprichwörtliche Gelassenheit erhalten haben. Wie die gewaltigen Bauten von Angkor, die allmorgendlich nach dem Dunkel der Nacht in voller Pracht erstrahlen, so haben auch Kambodscha und Laos die finsteren Zeiten hinter sich gelassen. Gesichter, die vieles gesehen haben, blicken in die Zukunft. Zurück liegt die blühende Hochkultur in den Zeiten, als Europa im düsteren Mittelalter dämmerte. Immer wieder Kriege und Konflikte mit den mächtigen Nachbarstaaten. Dann die französische Kolonialherrschaft. Der Vietnamkrieg, der die ganze Region ins Chaos stürzte. Der Völkermord der Steinzeitkommunisten unter Pol Pot. Nun endlich die politische Öffnung und erste Anzeichen eines langsamen wirtschaftlichen Aufschwungs. Me Nam Kong, Mutter aller Wasser. So nennen die Laoten den Mekong. Die Lebensader Südostasiens. Auf seinem Rücken kamen vor Jahrtausenden die ersten Bewohner in dieses Gebiet. Zuerst die Mon Khmer, die sich in den Flusstälern und an der Küste des heutigen Kambodscha niederließen.